Hallo? Hallo, hallo. Also, dann müssen wir uns hier zuerst mal anständig anlegen, oder? Den habe ich übrigens von einem ganzen speziellen... Also, warum regnet es eigentlich? Warum schiffen es eigentlich? Die vielen winzigen Teilchen, aus denen Wasser besteht, Wassermoleküle, sind nur lose miteinander verbunden. Sie können sich frei bewegen. Das ist doch schon mal etwas. Und nachher, warum ist Wasser eigentlich nass? Wenn Temperatur sinkt, oder? Kann sich keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Und dann fängt es halt an schiffen. Eine ganz einfache Sache, wenn die Luft übersetzt. Ist, dann ist halt aus die Maus. Dann hätten wir auch diese Frage wieder anständig können beantworten und tun wir an die Akta legen.